Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Battlefront. Heute mit einem TIE-Abfangjäger. Mal schauen, wie viele Schiffe er heute abfangen kann. Das ist die Frage. Und es geht natürlich direkt weiter wie in der letzten Folge. Ich will immer noch hier genauso mein Kumpel. Und hier sieht man mal die Map von oben. Ich finde, das ist ganz gut gemacht hier in der Map. Also ich finde es gut, dass hier so recht viele doch Zieltürme sind. Aber ich frage mich, ob man die bedienen kann oder wie das Ganze läuft. Ich finde aber auch, wenn man bei Jägerstaffel einmal angesetzt von den Gegnern, hat man eigentlich fast keine Chance, ihn zu besiegen. Ja, er hat ein Schild gemacht. Ja, jetzt hat er das Schild wieder. Ja, er ist down. Thomas Duke war, glaube ich, der Gegner. Ich mich nicht irre. Man kriegt natürlich schon recht viele Punkte dafür, dass man jemanden holt. Oh, der nascht, der wird er genascht. Jetzt braust er wieder rein. Mit seinen Kopfhörern. Und ich frage mich immer noch, ob man hier, da ist ein Heldenobjekt, ob man eins naschen kann. Genau das wollte ich mir gerade fragen. Holt er sich das? Und da haben wir Slave One. Das habe ich noch nie gesehen. Mal schauen, wie gut die ist. Ob sie Boss ist. Okay, die ist, glaube ich, recht gut. Will ich mal so annehmen. Mal die Haut weg, wo sie kann. Aber die wird natürlich auch schon ein bisschen einen draufkriegen. Am besten im Nebel fliegen, würde ich mal sagen. Aber Sensorspurse. Da ist die KI geholt. Decoray. Muss er jetzt dran glauben? Jo, er muss direkt. Er muss direkt dran glauben. Ja, das ist eine KI, sieht man sofort. Direkt, aber das, also ist safe, man ist echt sehr, sehr gut. Hat schon 10 X-Wings geholt. Thomas Doku oder DKU ist auf jeden Fall da. Ja, der muss auch dran glauben. Wir haben einfach noch 100 HP. Was ist da los? Das ist eine KI. Und natürlich wieder sehr gutes Gameplay, wie immer. Also außer von meiner Seite. Nein, so ist es ja auch nicht. Ich war ja auch schon mal gut drauf. Es liegt einfach sehr viel an der Runde. So, das ist doch echt eine gute Bilanz. Muss hier schon wieder einer... Oh nein. Oh, 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 jetzt kommt hier ein Battle. Jetzt kommt hier ein richtiges Battle. Und da wird sich jetzt entscheiden, wer hier. Und da macht er erstmal ein Schutzschild rein. Feuert Torpedos ab auf ihn. Aber er hat immer noch. Ach, er hat noch immer noch richtig viel HP. Also der hat hier echt HP ohne Ende, muss man ganz klar so sagen. Aber er scheint selber echt nicht so viel rauszuhauen. Wie ich das gerade sehe. Kümmert er sich jetzt um andere Sachen. Jetzt macht ein Manöver. Ah, knappe Kiste. Ist das ein Gegner? Ja. Oh, der fliegt sehr, sehr schwer. Kommt eine Rakete. So, sehr schön. Oh, der hast du einfach geholt. Ah, da ist er wieder. Sein netter Freund.
Und da das saht natürlich aber richtig Punkte ab, muss man. Das haut dir echt Punkte rein ohne Ende. Wenn du jetzt nicht. Oh, das gibt Punkte. Das wird uns hier sehr hart upgraden. Weil das. Ah, er hat nur noch Hälfte HP. Ein bisschen mehr. Aber das Spiel dürfte auch gleich vorbei sein. Ah, wir verlieren jetzt aber selber mächtig HP. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stage 1 eine größere Feuerkraft hat, aber weniger HP. Fährt er jetzt in den Sand? Ja. Er nascht sich selber. Das war eine recht bittere Kiste doch. Dafür, dass er noch 76 HP hat, aber wir haben erstmal ein Heldenobjekt gesehen, wie man es dann auch sehr gut nutzen kann, aber auch wie man es nicht so gut nutzen kann. Aber es ist doch sehr selten, dass man ein Heldenobjekt hier in diesem Modi kriegt. Ich glaube, dass das höchstens. Ah, schade. Aber wir sind natürlich ganz oben mit 6000 P. Und damit bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.